Hallo liebe Kosmonauten, vor kurzem hatten bei uns in der Community zwei Mitglieder den Fehler, dass sie kein Update mehr durchführen konnten auf ihrem Linux-System. Wir haben herausgefunden, dass es daran lag, dass der sogenannte Spiegelserver, der Mirror, von dem diese Aktualisierungen bezogen werden, nicht erreichbar war. Was man dagegen tun kann und wie man das überhaupt rausfinden kann, woran es liegt, das möchte ich euch heute in diesem Video erklären. Ich nutze hier wie üblich meine eigene Linux-Distribution, die heißt SpaceFun und die findet ihr hier auf spacefun.ch. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Ich habe jetzt hier die Variante mit dem XFCE-Desktop im Einsatz. Ihr habt aber verschiedene Möglichkeiten hier zur Auswahl. Das System basiert auf dem Entwicklerzweig der Debian-Distribution und die heißt auch SID oder Unstable. Und für diese Distribution werden die Updates über einen sogenannten Mirror- oder Spiegelserver bezogen. Das Ganze wird definiert in einer Datei und die heißt etc-apt-sources-list. Die können wir uns mal anschauen mit cat etc-apt-sources-list. Hier gibt es diesen Eintrag und der sagt hier einmal, das sind die Pakete, das sind mit src, das sind Quellpakete und das ist der eigentliche Spiegelserver, den er hier verwendet. Dann gibt es die Distribution, die heißt hier wie erwähnt SID, hier könnte auch Unstable stehen und dann kommen die eigentlichen Komponenten. Das habe ich euch in einem anderen Video auch schon mal erklärt. Hier gibt es Main, Main enthält nur freie Software, dann gibt es Contrib. Das enthält Software, die selbst frei ist, aber auf unfreie Software verweist, also diese als Abhängigkeit hat. Dann gibt es die neuerdings, die Non-Free-Firmware-Repositories, wo die Firmware für den Betrieb deiner Hardware, wie zum Beispiel WLAN-Karten und Ähnliches, enthalten sind. Und das Non-Free-Repository mit unfreier Software. Hierhinter, das können wir uns jetzt hier auch mal anschauen, das können wir mal anklicken, Link öffnen. Und dann zeigt er mir hier auch diesen Mirror an. Und hier kann ich dann zum Beispiel auch direkt schauen, was dahinter steckt. Nämlich hier über dieses readme.mirrors.html. Dann verlinkt er mich hier auf diese Seite Debian.org Mirror List. Und hier stehen einige Informationen. Nämlich, dass dieser Spiegelserver, den wir hier verwenden, eigentlich ein Link zu einem CDN ist. CDN heißt Content Delivery Network. Ich mache euch das ein bisschen größer hier. Und das heißt, er sucht dann die Quellen bei dir in der Nähe automatisch aus. Und wenn ein Paket zum Beispiel von einem Standort sehr häufig angefragt wurde, dann wird es auf diesem Standort gespiegelt und ist dadurch dann schneller erreichbar. So funktioniert üblicherweise ein sogenanntes CDN, also Content Delivery. Das heißt, mit diesem Eintrag seid ihr eigentlich auf der sicheren Seite. Es kann aber sein, dass dann irgendwann mal auch was nicht funktioniert. Du hättest sonst auch die Möglichkeit, direkt hier diese Spiegelserver rauszusuchen. Die werden jetzt zum Beispiel hier sortiert nach Ländern auch angegeben. Das sind aber auch wieder halt so Mirror-Server zum Beispiel. Also FTP wäre das jetzt, DE, Debian.org. Oder gibt es zum Beispiel einen in der Schweiz und der zeigt dann üblicherweise auf den Server an der ETH in Zürich. Wir möchten jetzt diesen Mirror aber manuell auswählen. Das heißt, wir möchten schauen, welcher ist denn eigentlich der schnellste und den dann bei uns eintragen. Und dafür gibt es ein kleines Helfer-Tool und das können wir hier nämlich auch direkt schon herunterladen. Das wird hier auch aufgeführt. Das heißt netselect-apt. Und dieses Tool, das installieren wir uns jetzt mal, das ist ein Paket-Speed-Tester for choosing a fast Debian Mirror. Das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an. Also ich gehe ins Terminal, gebe ein sudo apt install netselect-apt. Gebe hier jetzt mein Passwort ein und jetzt wird im Hintergrund dieser kleine Helfer, dieses Utility, bereits installiert. Ich könnte jetzt mal versuchen, das mal auszuführen hier und dann sagt er mir auch gleich schon, das funktioniert so nicht. Ich möchte gerne mit Root-Rechten ausgeführt werden, also ich gebe davor ein sudo an. Ich kann das jetzt mal ohne Parameter oder mit --help ausführen. Mit --help wird auch eine kleine Hilfe ausgegeben und wir werden das genau nachher nochmal anschauen, denn wir brauchen hier einen Parameter
um das Ganze sauber zu konfigurieren. Ich gebe das jetzt trotzdem mal ganz ohne Parameter ein und dann versucht er jetzt auch schon, die Mirrors abzufragen. Und er probiert jetzt hier mit verschiedenen Techniken herauszufinden, welcher Mirror denn tatsächlich am schnellsten erreichbar ist. Grundsätzlich, wenn du jetzt zum Beispiel einen Mirror eingetragen hast und du weißt jetzt nicht, ist der erreichbar oder nicht, dann kannst du das kurz mit einem Ping zum Beispiel rausfinden. Das zeige ich dir auch nochmal. Wir geben nochmal cut etc ab Sources List ein und ich wähle jetzt hier nur mal den Servernamen. Das ist das hier nach dem HTTP, eigentlich sogar ohne das Debian. Und ich gebe jetzt mal den Servernamen pingdeb.debian.org ein. Das geht natürlich auch hier wieder nur mit Root-Rechten, weil das entsprechend hier unter Debian so konfiguriert worden ist. Das habe ich jetzt hier gemacht und ich kriege jetzt hier auch schon eine Antwort. Also er sendet hier jetzt so einen sogenannten ICMP Echo Request und ich bekomme dann von dem Gegenüber, sofern es erreichbar ist, ein ICMP Echo Reply. So funktioniert Ping. Das ist so ähnlich wie Ping-Pong spielen auf der Tischtennisplatte. Also ich schicke den Ball über die Platte und bekomme den Ball im besten Fall zurück oder eben auch nicht, wenn der Server nicht erreichbar ist. Wir können uns das auch mal anschauen, wenn wir da jetzt irgendwann zum Beispiel hier DebTux eingeben, den wird es nicht geben und dann sagt er, der Name oder Dienst ist nicht bekannt oder er wäre nicht erreichbar. Und so kann ich schnell mal rausfinden, ist denn ein Server, der hier angegeben ist, überhaupt erreichbar und sehe dann schon, ah, das wird die Ursache sein, warum mein Update aktuell nicht funktioniert. Hier im Hintergrund hat er jetzt sogar schon angefangen, die 10 schnellsten Server hier bei mir in der Nähe herauszufinden. Und du siehst jetzt zum Beispiel, ich befinde mich jetzt hier in der Schweiz, aber der schnellste Server ist jetzt zum Beispiel hier eine URL mit AT am Ende und das ist Österreich. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass dein Standort auch direkt den schnellsten Server anbietet. Du kannst das Ganze aber auch beschränken auf einen bestimmten Standort. Ich sage jetzt zum Beispiel mal hier minus C. Und dann könnten wir mal schauen, wie das anzugeben ist. Ich sage, versuch mal CH vielleicht für Switzerland. Und da sucht er jetzt hier die Mirrors in Switzerland raus. Und das ist jetzt zum Beispiel der Mirror an der ETH, den ich vorhin erwähnt habe. Also das geht jetzt halt mit diesen sogenannten Country Codes. Da ist jetzt zum Beispiel für Deutschland der Country Code DE, für Österreich AT, für die Schweiz CH und dann sucht er mir hier nur Adressen in der Schweiz raus und findet dann hier diesen Server, der ist im Moment der schnellste. Und du siehst hier, er macht jetzt eigentlich Folgendes, er schreibt mir so eine Sources List, aber er schreibt die an den Ort, wo ich mich jetzt gerade befinde. Also jetzt hier, cut Sources List in meinem Home-Verzeichnis als User Tux und da sehe ich, da wird jetzt hier so eine Liste aufgebaut. Die ist jetzt aber nicht ganz so, wie ich die haben möchte, denn er hat jetzt hier Stable genommen und nicht Sit. Und hier fehlt jetzt zum Beispiel auch noch Non-Free. Das heißt, wir müssen jetzt da nochmal hinten was anhängen. Dazu geben wir nochmal die Hilfe ein und wir sagen jetzt hier zum Beispiel mal, sagen wir mal, auf jeden Fall mal, einerseits möchte ich gerne non-free haben, das heißt minus n, das seht ihr hier, minus n oder minus minus non-free. Dann sage ich nochmal minus country, weil ich möchte jetzt einen Server in der Schweiz verwenden. Und dann kann ich hier hinten dann den entsprechenden Release angeben und da gebe ich jetzt zum Beispiel mal in dem Fall sit ein. Das wird hier auch angeboten. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal auszuführen. Er ruft jetzt wieder die Schweizer Server ab und schaut jetzt, welcher davon der schnellste ist. Das kann auch variieren. Manchmal erreicht er diesen Server schneller, manchmal den anderen. Aber einer dieser Server aus dieser Top-10-Liste ist auf jeden Fall für dich sehr, sehr schnell erreichbar. Also damit bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und du kannst dieses Tool auch jederzeit wieder neu ausführen. Er hat jetzt wieder diesen entdeckt. Also der scheint wirklich sehr schnell zu sein. Ich schaue nochmal in die Sources-List rein und dann gucken wir mal, ob er das jetzt hier richtig gemacht hat. Hier hat er jetzt einen Eintrag gemacht, sit main contrib non-free und das sieht eigentlich schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Diese Quelldateien und diese Updates-Dateien, die hat er jetzt hier auskommentiert, die sind eigentlich auch nicht notwendig, falls du jetzt unstable
oder Sit hier verwendest. Und die wären eh auch falsch, weil die würden hier auf Stable zeigen. Das könnte man aber auch noch parametrisieren, also das ist alles möglich. Du siehst aber, das Tool kennt jetzt im Augenblick dieses Non-Free-Firmware-Repository noch nicht. Das ist also ein Fehler, der ist auch schon also zumindest mal berichtet worden. Das heißt, wir müssen das dann manuell noch hinzufügen. Und dazu können wir halt nochmal reinschauen in die etc-app-sources-List. Und da sehe ich hier Non-Free-Firmware. Und dazu bearbeite ich mal meine Sources-List hier im Home-Verzeichnis, Nano-Sources-List, und kann jetzt hier am Ende auch noch Non-Free-Firmware hinzufügen. Sage ich mal Ctrl-O und kann sagen Ctrl-X und das Ganze jetzt speichern. Hier hat er keine Berechtigung, weil er diese Datei hier mit Root-Rechten abgespeichert hat in meinem Home-Verzeichnis. Das heißt, ich sehe hier ls-alt-sources-list. Oh, ich kann da selber gar nicht als User drauf. Das heißt, ich müsste dann hier mit sudo arbeiten, sudo nano-sources-list oder eben ein shown, also ein change-owner machen. Das können wir auch mal machen, um die Eigentümerschaft zu ändern. Versuchen wir mal shown tux:tux-sources-list. Da sagt jetzt natürlich, Operation ist nicht erlaubt, weil die Datei gehört ja jetzt root. Ich sage also sudo shown tux-tux, also das ist der Benutzer, das ist die Gruppe, mein User hat die gleichnamige Gruppe und Sources List. Das hat er jetzt gemacht und jetzt sehe ich nochmal ls-al Sources List. Ich kann jetzt als User die Datei bearbeiten und dann kann ich jetzt hier nochmal eben diesen Wert raussuchen und dann entsprechend diese Non-Free-Firmware entsprechend auch noch eintragen. Ich schaue mal, ob ich die noch im Copy-and-Paste-Buffer habe. Habe ich. Also ich kann jetzt die Datei mit Nano-Sources-List in meinem Home-Verzeichnis bearbeiten. Kann das einfügen, Ctrl-O und Ctrl-X. Und jetzt kann ich die Datei auch tatsächlich speichern. Jetzt habe ich also eine Sources-List hier erstellt und die muss ich jetzt natürlich nach etc kopieren. Ich würde aber vorschlagen, wir sichern uns jetzt erstmal diese Original-Sources-List weg. Dazu gebe ich ein sudo copy etc-apt-sources-list nach etc-apt-sources-list.org. Es werden in diesen Sources-Listen wirklich nur Dateien mit der Endung .list interpretiert. Also ihr braucht da gar keine Sorge haben, dass da irgendwas nicht sauber funktioniert. Und jetzt kann ich mal meine Sources-List hier, die ich jetzt hier in meinem Home-Verzeichnis habe, nach etc-apt-sources-list kopieren. Also copy, sudo copy sources.list nach slash etc-apt-sources.list. Die gucke ich mir nochmal an. Erstmal die rechte, ls-al etc-apt-sources-list. Das sieht gut aus. Da sollen die Rechte natürlich für root sein. Und da kann ich jetzt auch nochmal einen Cut drauf machen. etc-apt-sources-list. Also das sieht jetzt hier wirklich sehr, sehr gut aus. Diese Zeilen könntest du bei Bedarf halt auch noch rauslöschen, weil die machen jetzt hier an der Stelle wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Ich gebe jetzt mal sudo apt-update ein, um jetzt diese Paket-Metadaten zu aktualisieren. Und ich sehe, er ruft jetzt hier auch diesen neuen Mirror tatsächlich schon ab. Das hat also schon geklappt. Also er greift jetzt in Zukunft auf diesen neuen Mirror zu und verwendet nicht mehr diesen CDN-Mirror, sondern wirklich den Spiegelserver, der bei dir direkt in der Nähe ist. Ich empfehle dir, probiere das Ganze mal aus. Also mit diesem Tool netselect-apt kannst du ganz schnell den schnellsten Mirror in deiner Nähe auf einem Debian-System herausfinden und auch entsprechend eintragen. Du könntest mit diesem Tool, schau dir wirklich die Parameter nochmal an, du kannst auch direkt in die Sources-List in deinem System schreiben und so weiter. Da kannst du wirklich ganz viel noch machen. Also netselect-apt-help, ich gebe es nochmal ein und hier könntest du zum Beispiel sagen -o-out-file und dann könntest du direkt sagen etc-apt-sources-list. Ich empfehle dir auf jeden Fall immer eine Sicherungskopie von deiner Original-Sources-List anzulegen, dann hast du auch immer eine Referenz und weißt ganz genau, wie sowas aussehen muss, falls irgendwas mal nicht funktioniert.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren auf deinem Debian-basierten System. Falls du nicht weiterkommst oder irgendwelche Fragen dazu hast, dann melde dich bei uns in der Community. Die findest du hier auf spacefarm.ch. Dort klickst du einfach auf den Bereich Community und dann kannst du entweder hier diesen QR-Code scannen oder einfach auf Telegram oder auch XMPP klicken. Dort sind wir erreichbar und da findest du ganz viele nette Leute und die helfen dir bestimmt auch weiter. Auch wenn du einfach nur mal ein bisschen mit uns reden willst oder irgendwas Cooles zu Linux zu sagen hast, komm bei uns in die Community. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen Besuch. Bis bald. Tschüss.